Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind hier mit Sky und Moon. Und Moon hat direkt ein Problem. Denn sie weiß nicht, wer ist die beste Void-Kreatur. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Void-Kreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre das Arctic-Horn. Aber der andere behauptete, es wäre Suintor. Wer ist denn nun am mächtigsten? Beide sind gleichmächtig. Tada! So, und wir haben jetzt ja diesen Mond und das hat ja auch Einfluss auf uns. Und in dem Fall ist Neumond und es ist vampirische Energiegeneration, Regeneration. Es ist so spannend, ne, mit diesem Mond. Ich bin schon gespannt tatsächlich, was das dann alles für Auswirkungen hat. Aber Vollmond ist erst am Samstag. Also tatsächlich sogar dann erst, wenn Moon tatsächlich schon Teenager geworden ist. Uiuiui. Apropos, ich habe schon eine neue Sache hinzugefügt zu dem Dokument. Jetzt sind es 166. Wenn euch noch neue Sachen einfallen, die ich hinzufügen könnte, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, damit wir dann natürlich auch für spätere Folgen mehr Abwechslung haben, etc. etc. Und ja, ich generiere jetzt erstmal das für heute und es ist die Nummer 80. Ja, hier muss ich dann ja auch neue Sachen dann hinzufügen, ne? Es gibt irgendwie 5 neue Bestreben oder so oder 4. I don't know. Nummer 80 ist, kaufe einen Whirlpool. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ich weiß zwar nicht, was wir mit einem Whirlpool sollen, aber wir sollten, denke ich, genug Platz dafür haben. Hm, vielleicht auch nicht. Oder ist der größer? Vielleicht haben wir doch nicht so viel Platz. Ist die Frage, passt der da oben hin? Darf man nicht. Dann müssen wir hier ein bisschen umbauen, glaube ich. BB Move Objects hilft mir bestimmt ein bisschen. Weil das muss doch so trotzdem funktionieren. Wenn nicht, können wir es ja immer noch umstellen. Und das kann ja da stehen bleiben erstmal. Das kommt ja eh bald wieder weg, wenn Moon sich dann drum gekümmert hat. Was wünscht sie sich denn so? Mit Jess plaudern, ehrenamtlich tätig werden und jemanden umarmen. Süß. Oh, sie hat hier was gemalt. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Aber wollen wir das verkaufen? Ja, wir verkaufen das erstmal. Wieso geht's ihr eigentlich so schlecht? Oh. Wegen dem Toilettenstreich. We love it. Oh, und das hier ist kaputt. Das wäre vielleicht auch sinnvoll, das zu reparieren. Und danach kann sie ja auch wirklich mal ehrenamtlich tätig werden. Oder wir tun es einfach mal anpinnen und gehen dann zusammen mit Moon später. Weil dann kriegt sie ja auch Empathie und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Empathie hat sie schon, aber geht natürlich immer mehr, ne? Level 7 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Diese Frau ist so eine Wilde, ne? Wir könnten den Kühlschrank tatsächlich einfach mal verbessern. Verstärkte Tür, dann geht er seltener kaputt. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist dieser Kompostbehälter. Das ist ja das, was Lil Simsy in ihrer Dings hat. In ihrem Spielstand, wo dann immer regelmäßig alles brennt. Und to be honest, also ich fände es schon irgendwie witzig, wenn wir ein Klo hätten, was so ist. Also die meisten Möbel werden wir wahrscheinlich auch in irgendeiner Form behalten. Von daher wäre das doch vielleicht ganz witzig. Die G-Con ist und ich würde ja gerne hingehen, aber leider bin ich ein Vampir, der nicht in der Sonne überleben kann. Wir können uns ja auch, to be honest, einfach mal ein bisschen um ihre Vampirfähigkeiten kümmern, ne? Weil sie hat halt nichts zu tun in ihrem Leben, ne? Und das ist halt so lame. Sie kann sogar Bücher kaufen, da kann sie einfach mal Band 1 kaufen und das ein bisschen lesen. Oder hat sie Band 1 schon? Ich weiß es nicht. Aber sie kann es trotzdem lesen, weil ich glaube, dann steigt ihre Fähigkeit ja auch. Es wäre doch mal ganz cool. Weil ich meine, gerade jetzt, wo sie halt arbeitslos ist, so, was hat sie zu tun? Nix. Und ich möchte ja schon, dass sie, ja, dass sie halt was Besonderes ist, bleibt, whatever. Ja, Lara möchte auch mit uns zur Geekcon gehen, aber wie gesagt, wir sterben halt leider einfach. Das ist vielleicht nicht so schlau. Dann können wir gleich dieses Buch lesen. Wieso liest sie es hier draußen? Entschuldigung, vielleicht dich hier hinsetzen? Diese Frau ist doch auch suizidgefährdet, oder? Geh bitte rein. Lege dieses Buch jetzt hier hin. Dann wird sie sich ja wohl hier drin hinsetzen, oder? Das ist mir hier zu gefährlich. Plasmabeutelherstellung. Ah, sie würde sich gerne bewegen. Lara will uns ein Geschenk geben, aber sie ist schon nicht mehr da. Oder doch? Da. Ja, hereinbitten. Sie ist zwar schon lange drin, aber ja. Evelyn kann gerne kommen. Zweierschülerin, woo! Sie ist ganz happy soweit. We love it. Oh, sie gibt es Moon. Süß. Und? Freut sie sich? Sie denkt an Windeln. Okay. Ein Hengst, weit hergeholzt. Sie haben ein Gefühl erhalten, dass sie happy sind. Hui. Ah, das ist dieses Pferd. Süß. Ist doch schön, wenn das hier ein bisschen persönlicher wird, ne?
Evelyn Fires ist hier. Because we lost some friends. Sie ist gerade älter geworden. No! Oh mein Gott, ist sie hübsch. Was eine Süße. Aber als ob sie jetzt gerade zum Teenager geworden ist. Girl. Aber aus unserer Gruppe sind fast alle schon Teenager. Ups. Nur Venya und Jericho nicht. Was ist denn da los? Ich meine, so lange dauert es jetzt ja auch nicht mehr, bis wir zum Teenager werden. Demnach können wir uns ja trotzdem mit ihr anfreunden. Darf ich dann mal schauen, wie die aussehen so bisher? Gladiola, wow. Und Bowie, uiuiui. Die Hübschen. Wow, crazy, wie hübsch die jetzt sind. Wow, sind halt alles hübsche Mäusis, ne? Sie hat sich schlafen gelegt, läuft bei ihr. Wir gehen nicht zum Markus Flex. Vielleicht wäre vampirische Energie besser. Weil dann steigt sie ja eventuell hier auch Level. I don't know. Vielleicht ist das ein bisschen klüger. Vampir, dunkle Meditation. Sie gönnt sich ein Stück Kuchen. Läuft. Und Mutti kann ja ihr Buch weiterlesen. Ihre Schuhe sind ein bisschen wild zum Outfit. Aber ansonsten ist sogar das Outfit richtig süß generiert worden. Da habe ich bisher jetzt gar nicht so das Gefühl, dass ich sie jetzt direkt umstylen müsste oder sowas. Wisst ihr? Weil das hat man ja ganz oft, wenn so die Sims dann älter werden und so. Ich meine, bei meinen eigenen Sims mache ich es natürlich auch, aber jetzt gerade hier bei denen. Ich weiß ja noch nicht, inwiefern Evelyn jetzt eine größere Rolle spielen wird später. Würde ich es jetzt halt erstmal nicht machen, weil ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wen sie später daten wird. Level 10, also Sozialfähigkeit läuft bei ihr. Weil je nachdem, wen sie datet, ist die Person natürlich dann erstmal im Fokus, weil die dann ja mit zur Generation zählt etc. Die anderen sind halt nur Freunde, maximal. Deswegen muss man da halt immer abwägen, wie viel Zeit man wo reinsteckt, ne? Und danach kümmert die Gute sich vielleicht einfach mal um ihr Projekt. Sie wird angerufen. Ja, macht mal ein Baby, wenn ihr Bock drauf habt. Gönnt euch. Wenn sie fertig ist mit dem Buch, kann sie wieder reparieren, weil der Toilettenstreich schon wieder alles zerstört hat. Sie hat das nächste Vampirbuch freigeschaltet. Ist doch auch cool. Zwei auch schon mal bestellen. Wir haben ja genug Geld. Ah, jetzt wo der Mond scheint, regeneriert sich das selber. Ah, beziehungsweise da ein Neumond ist, scheint natürlich kein Mond, aber ne, ja. Also ist auf jeden Fall cool, dass halt der Mond auf alle Okkulte Einfluss hat. Mentalfähigkeit Level 3, wuhu, da ist der Neumond, wuhu. Süß, und sie setzt sich jetzt einfach an den Rand und liest das Buch. Yay, Sky ist jetzt Vampir-Novizin. Vampir-Charme interessiert mich nicht. Vampirische Stärke, weiß ich nicht, befehligen, nee. Knoblauchimmunität, Vampirerschaffung. Wir machen mal das hier als Schwäche. Dann finde ich das hier gar nicht mal so dumm. Und den Rest finde ich halt irgendwie gar nicht so passend für sie, ne? Deswegen würde ich das erstmal so lassen. Ich kann Vampirwissen teilen. So, und die Mausi, die geht jetzt auf jeden Fall schlafen. Und packt ihr Ding hier ein. Können das ja mal verkaufen einfach. Ich meine, das benutzen wir eh nicht wieder. Sky ist besessen. We love it. Dass sie dann immer so durch die Weltgeschichte rennen muss, ne? Aber es gibt schon so einen Screenshot, wo so ein Werwolf auch schon besessen ist. Das ist ganz wild. Also ihr müsst wissen, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, kommt das Pack heute Abend irgendwann raus. Also meistens ja so um 18 Uhr, also so in so 5 Stunden für mich. Für euch ist es ja schon draußen. Demnach habt ihr das vielleicht schon selber gesehen, maybe, potenziell. I don't know. Jetzt haben wir diesen Whirlpool gekauft und nutzen ihn nicht. Deswegen steigt mal für einen Moment rein vielleicht. Bella und Mortimer haben ein Baby bekommen. Süß. Oh, Jess hat angerufen, aber irgendwie konnte ich nicht rangehen. Schade. Kann sie bitte aufhören, hier draußen zu lesen? Und kann sie das vielleicht aufräumen? Du solltest vielleicht auch mal aufstehen. Oh, sie ist absolut nicht ausgeschlafen. Und duschen müsste sie eigentlich auch. Hoppala. Ich bin großartig, ja? Was wäre heute der Boost? Zunehmender Sichelmond. Passiert anscheinend nichts für uns. I don't know. Zumindest steht da kein Bonus. Drehen wir für heute nochmal. Wir kriegen die 10. Okay. Lass dir ein Tattoo stechen. Oh, wie cool. Wenn sie aufhören würde, sich hier draußen hinzusetzen, ne? Das wäre großartig. Ich finde, Tattoos passen halt auch richtig gut zu ihr. So an den Armen geht jetzt, glaube ich, halt nicht mehr. Nur deswegen müssen wir mal gucken. Ich finde das gar nicht so schlecht. Sieht man das in irgendeinem ihrer Outfits? Oh, in dieser Kleidung sieht man es. Beim Sport sieht man es. Klar, bei der Nachtwäsche sowieso. Oh, süß. Hier würde man es sehen. Man würde es fast überall sehen sogar. Finde ich gar nicht so schlecht. Passt irgendwie zu ihr. Gerade so wegen Mond jetzt auch neu. Ne, und Sonne so gefährlich eigentlich. Aber sie mag es ja vielleicht trotzdem einfach gern. Aber, also ich meine, sonst würde sie sich ja nicht die ganze Zeit in die Sonne setzen. Aber sie kann es halt eigentlich nicht ab. Das ist halt so ein Problem. Nein, du gehst jetzt sofort rein. Ich will nicht, dass du stirbst, Girl.
Ach ja, wir wollten ja ehrenamtlich tätig werden. No! Habe ich vergessen. Egal, können wir heute machen. Ihr Tattoo. I love it. Oh, sie geht sich ausheulen. No, girl. Wen hat sie denn verloren? Wer ist denn gestorben? Oh, Markus Flex ist tot. Oh, vielleicht hätten wir ihn noch besuchen sollen. Ups. Genau, setz dich hier oben hin. Ist doch viel cooler. Setz dich in die Blume. Das ist ganz toll. Oh, ein Lehrer hat gemerkt, wie Moon bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und sie ins Sekretariat geschickt. Ich denke, Sky wird ihr sagen, dass sie den Test vielleicht nochmal machen sollte. Keine Ahnung, also es kann ja immer mal passieren. Vielleicht war es ja auch gar keine Absicht, aber sie sollte einfach den Test nochmal neu machen. Oh, sie könnte jetzt diese Pflanzen anfangen. Ich meine, so bestimmte Pflanzen anbauen ist doch gar nicht mal so dumm, oder? Also allein schon, naja, okay, sie müsste es ja eigentlich dann Moon auch beibringen, aber ich glaube, das geht nicht einfach so. Da müsste sie auch dieses ganze Prozedere durchmachen, oder? Aber wir können ja trotzdem einfach mal ein paar anbauen und dann immer Plasmabeutel oder sowas basteln. Plasmafrucht, Six-Moskito-Falle, dann pflanze ich jeweils einen ein. Nicht essen, nicht essen, nicht essen, nicht essen, nicht essen, nein, 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 nein. Du sollst es einpflanzen. Pflanzen. Dass Essen auch immer die erste Option ist, ich hasse es. Die scheinen auch immer in der Saison zu sein. Zumindest ist Sommer die Saison. Eine Plasmafrucht kann ich an einen Ort... Oh, die braucht eine große Kiste. Woher soll ich dann sowas wissen? Okay, dann pflanze ich schnell ein. Das ist, glaube ich, ein Baum, ja. Ja, okay, dann macht es Sinn, dass es mehr Platz braucht. Und du führst jetzt auf jeden Fall dunkle Meditation durch, Girl. Die müssten auch noch bewässert werden, alle. Dann mach mal schnell. Und du musst unbedingt duschen, Girl. I'm sorry. Oh, da wächst schon was. Oh, wie süß. Sie macht einfach von selber Hausaufgaben. Dann würde ich jetzt aber sagen, dass wir ehrenamtlich tätig werden mit Moon zusammen. Und wir machen freiwillige Arbeit im Altersheim. Das finde ich tatsächlich irgendwie sehr passend für die beiden. Moon wird Zeuge, wie sich zwei ältere Sims darüber streiten, welches Fernsehprogramm eingeschaltet werden soll. Wie soll sie den Streit schlichten? Wir wählen ein anderes Programm aus. Moon schaltete durch die Kanäle, bis der Fernseher plötzlich ausging. Moon und die älteren Sims reparierten zusammen den Fernseher und alle vergaßen die Unstimmigkeiten. Yay! Konfliktlösung bekommen. Yeah! Sie hat sehr viel Konfliktlösung bekommen. Oh mein Gott. Danach ist sie natürlich sehr kaputt. Deswegen, let's go. Ab ins Bett. Ihre Besessenheit macht mich fertig, ne? Auf zur Schule! Und wir bekommen jetzt noch die 111. Schmücke dein Haus passend zur Jahreszeit. Oh, das finde ich aber ganz süß eigentlich. Und Sonnenschirm ist auf jeden Fall sommerlich, I guess. Hier, dieses Item heißt saisonale Karten. Das sieht zwar eher tatsächlich nach Frühling aus, aber so Bienen und so und Blumen, das ist ja trotzdem sehr sommerlich auch. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal dazu zählen, damit wir halt tatsächlich auch was machen hier. Kranz ist doch schön. Dieses Partypaket finde ich auch gar nicht so komisch für den Sommer. Also schon passend, to be honest. Weil Sommer halt so Grillzeit ist und so. Deswegen dachte ich jetzt gerade. Sommerkörbchen. Naja, da es Sommer heißt, muss man es ja eigentlich nehmen, ne? Diese große Obstschale finde ich vielleicht auch dann gar nicht so unpassend. Ja, ich denke, das passt erstmal so. Ich meine, die Gute kann ja gleich nochmal. Wir haben ja... Eigentlich eine Dekokiste irgendwo, oder? Liebestag ist morgen. Haben wir Frühling? Wieso mache ich denn für den Sommer? Oh, Sommer ist in 2 Tagen. Okay, dann habe ich halt schon mal vorzeitig für den Sommer gedingst. Leistungsverschlechterung. Schade. Dann können wir nach Frühlingsdeko wühlen und die vielleicht noch aufhängen oder was auch immer. Und dann ist es halt so ein bisschen Übergang oder so. Moon ist auch schon back in the city. Die Geschichte der 3 Kerzen. Vielleicht in diesem Rosaton. Sieht besser aus. Und ein Huhn. Können wir ja hier hinstellen. Ich wundere mich, wieso ihre Geschicklichkeitsfähigkeit so hoch ist, aber so oft, wie sie das hier reparieren muss, wundert es mich vielleicht eigentlich doch nicht. Ich würde dann soweit aber auch sagen, dass ich den Part dann hier an dieser Stelle beende. Denn ich nehme schon ein bisschen länger aus als, auf als sonst. Aber das wird wahrscheinlich an dem Baumodus jetzt gerade liegen. Deswegen ist alles fit soweit und wir haben jetzt 2 oder 3 Tage gespielt und I mean, so können wir morgen auf jeden Fall dann auch, also im nächsten Part morgen, dann auch Moons Geburtstag feiern. Und dann passt da auf jeden Fall ihr Umstyling rein, weil das wird wahrscheinlich auch wieder ein wenig länger dauern. Denn, naja, sie wird so ein Teenager, ne? Und da wird sie natürlich schon doch ein bisschen ein größeres Umstyling bekommen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Und ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich hoffe, dass sich der Part so gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!